Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Und heute seht ihr mich mal wieder an meinem Schreibtisch sitzen. Und warum sitze ich heute hier am Schreibtisch? Es geht um eine E-Mail. Und zwar habe ich eine E-Mail bekommen in den letzten Tagen, wo ein Interessent gefragt hat: Ich finde das mit so sinngemäß, ich finde das mit dem Optionshandel ganz gut, aber kann ich denn das als Berufstätiger überhaupt umsetzen? Also habe ich denn überhaupt die Zeit dazu? Und weil diese Frage immer mal kommt, will ich heute mal im Video ein bisschen darauf eingehen und euch mal zeigen, dass man Optionshandel absolut als Berufstätiger auch umsetzen kann. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt hier im Video. Jetzt könnte ich euch natürlich erzählen, ja, das geht auf jeden Fall und natürlich, das ist besonders gut geeignet für Berufstätige. Ich will euch das aber an einem Beispiel zeigen. Und zwar will ich euch einfach mal heute im Laufe des Tages mitnehmen und will euch mal all das zeigen, was ich wirklich effektiv für den Optionshandel tue, für ein einzelnes Konto. Das heißt also, ich versetze mich jetzt mal in die Lage eines privaten Händlers. Und zeige euch einfach mal die ganzen Dinge, die ich im Laufe des Tages tue, die ausschließlich dem Handel dienen. Also ich habe hier natürlich jetzt in der Firma noch ein paar andere Sachen zu tun. Ich handle auch nicht nur ein Konto, aber mir geht es mal nur um ein Konto. So, und jetzt ist es früh. Ihr erkennt das daran. Ich habe hier einen Espresso stehen. Gut, das könnte jetzt auch Nachmittag sein. Aber das allererste, was ich natürlich immer mache, ist die Morgenroutine. So, und jetzt wollen wir einfach mal schauen, wie lange so eine Morgenroutine dauert, und dazu mache ich Folgendes. Dazu nehmen wir einfach mal eine Stoppuhr. Habt ihr hier? Seht ihr hier? Ja, und jetzt fange ich einfach mal an und stoppe mal die Zeit, wie lange meine Morgenroutine dauert, und sage euch dann hinterher auch gleich noch was zum Thema Morgenroutine. Und los geht's. Stopp. So. Morgenroutine erledigt. 9 Minuten 57. Jetzt kann man sagen, okay, 9 Minuten 57, also sagen wir 10 Minuten. Das schaffe ich ja nur, weil ich natürlich darin routiniert bin. Habt ihr vollkommen recht. Das heißt, plane einfach mal ein, dass du als jemand, der erst einsteigt, der das zum ersten Mal macht oder der sich noch nicht so schnell durch die Charts alle durcharbeitet, dass der vielleicht 15 Minuten, 20 Minuten braucht, aber länger braucht man nicht. Und ich kann euch das nochmal hier kurz zeigen. Also ihr seht, ich habe das natürlich auch gut organisiert. Ich habe hier auf dem einen Bildschirm habe ich hier meine Morgenroutine, ne, wo ich also all die Dinge, die ich tue, hier reinmache. Also so. Und ich habe natürlich auch ein bisschen mehr vielleicht als der ein oder andere von euch da hat. Dann habe ich hier unten, habe ich eben das auf dem Bildschirm, alle meine Links, die ich mir anschaue. Also es gibt ja extra so ein Lesezeichen, das heißt Morgenroutine. Und dann habe ich eben hier zum Beispiel meine Terminstrukturkurve und wo ich alles rauslese. Und hier oben habe ich eben meine Charts, wo ich alles, was ich mir anschaue, eben abgespeichert habe. Ich denke mal, in 20 Minuten sollte das auf jeden Fall zu erledigen sein. Am Wochenende bzw. am Montag wirst du etwas länger benötigen. Warum? Weil du dir ja dann auch die Wochensignale noch mit anschaust. Ne? Also liegen die ganzen Indizes über ihrem 21er Wochenmoving Average. Das heißt, du musst nochmal die Charts umstellen von einem Daily auf einen Weekly. Dauert vielleicht 3-4 Minuten länger. Aber das war es im Grunde genommen. Also für das tägliche planen wir uns einfach mal ein, ungefähr 20 Minuten. So. Nachdem ich das jetzt gemacht habe, kommt der nächste Punkt, und zwar jetzt schaue ich mir an meine Kontoauszüge, und zwar was ist denn gestern passiert. Das heißt, ich gehe jetzt ins andere Zimmer, mache da meine Kontoauszüge auf und gucke mir jeden einzelnen Kontoauszug an. Also sind die Trades dort so abgerechnet, wie ich mir das vorgestellt habe, und auch da nehme ich euch gleich mal mit. So, wir gehen also jetzt mal rüber in meinen Handelsraum. Ihr werdet wahrscheinlich dann an eurem Schreibtisch einfach sitzen bleiben. Wir starten wieder hier unsere Stoppuhr. Also jetzt sind wir bei 10 Minuten und jetzt gehen wir mal rüber und gucken mal, was da so passiert. Hier ist jetzt ein Konto. Und jetzt werde ich also als allererstes mal die Kontoauszüge überprüfen. Das heißt, ich gehe einfach hier über die TWS. Ich kann euch das hier mal kurz mit zeigen, damit ihr das ein bisschen mit seht. Ich gehe also einfach hier über Konto. So, jetzt müsste man sehen, über Konto, Startseite der Kontoverwaltung. Macht sich bei mir hier oben auf. Wo
hole ich jetzt mal runter. So, man kann natürlich auch, während sich das aufbaut, immer schon mal hier in der TWS, dass man einfach mal aufs Handelsprotokoll geht und sagt, okay, habe ich heute was gemacht? Noch nicht. Ist gestern was passiert? Wurde ein Put verkauft? Ne? Ihr seht jetzt hier, ich habe auch hier mehrere Konten. Das hier ist das Konto fürs, das ist jetzt, wir nehmen mal jetzt bei dem gleich, welches haben wir denn aufgemacht jetzt überhaupt? Okay, das kleine ist jetzt aufgemacht. Das ist also das Konto, was wir nehmen. Unter anderem für den Optionshandel hier, Börsenhandel für kleine Konten, was im Optionsbrief ist. Und das seht ihr jetzt hier im Handelsprotokoll, jawohl, da ist jetzt auch hier gestern ein Trade gemacht worden. Ne? Und jetzt gucke ich halt einfach nach, ist der denn auch so abgerechnet worden? Das heißt, ich gehe hier bei Kontoaktivität, Kontoauszüge. Ah, seht ihr, und da ist jetzt Folgendes passiert. Ich habe nämlich hier mehrere Konten. So, ihr habt vielleicht jetzt gerade diese Nachricht hier gesehen. Und zwar, Firmen brauchen ab nächstem Jahr eine spezielle sogenannte Leihnummer. Mache ich euch auch noch ein extra Video dazu. Hat jetzt aber erstmal hier damit nichts zu tun. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Also, und jetzt sehen wir jetzt hier, gehen wir bei Berichte rein, Kontoaktivität, Kontoauszüge, von gestern schon eingestellt. Wie immer, ne, ist ja immer voreingestellt. So, und jetzt gehen wir einfach rein und jetzt gucken wir halt einfach nach. Hier, okay, als erstes immer mal die Trades nachschauen. Und da seht ihr es hier, ich hoffe, ihr könnt das hier so ein bisschen miterkennen. Also hier dieser JP Morgan Put wurde verkauft für 0,57 Cent, Schlusskurs war 0,43. Also das heißt, oh, hurra, wir liegen schon ein paar Dollar im Plus. Ansonsten gucke ich halt noch nach, ob es hier noch irgendwie was gab. Da seht ihr hier dann den Kontostand, ihr seht Anfangswert, wir haben gestern am Markt einen Dollar verdient, also im Endeffekt nichts passiert. Und dann gucke ich nochmal immer, wenn ich das hier habe, bei den offenen Positionen. Und da seht ihr hier alles, was da momentan gerade drin ist. Hier seht ihr, ob die Positionen im Plus oder im Minus liegen. So, und das war jetzt einfach, dass ich halt einfach mal schnell die Kontoauszüge überprüfe. Stimmt das mit dem überein, was ich gestern gemacht habe und was ich mir also gemerkt habe, was im Handelsprotokoll steht? Naja, und ihr seht jetzt hier, wir sind jetzt hier bei 14 Minuten. Das heißt, wir haben also ungefähr 5 Minuten für das Ganze gebraucht. Ich brauche vielleicht hier für den ganzen Raum, wenn ich alles selbst mache, wenn es jetzt nicht ein Kollege von mir macht, für die ganzen Kontoauszüge vielleicht eine halbe Stunde. Aber so als Privater, der ein Konto hat oder zwei Konten hat, rechnen wir auch hier nochmal 10 Minuten. Das heißt also, wir haben jetzt 10 bis 20 Minuten für die Morgenroutine, 10 Minuten ungefähr maximal für die Kontrolle der Kontoauszüge. Naja, und da sind wir bei etwa einer halben Stunde. Und damit ist die Routine, die Vorbereitung, die Überwachung komplett abgeschlossen. Mehr kommt jetzt nicht. Was jetzt halt kommt, und das erfolgt dann später, das ist die, das ist dann der eigentliche Handel. Das heißt, jetzt ist ja Vormittag, das werde ich dann heute Nachmittag zeigen, was ich da tue. Und je nachdem, das kann halt mal ein paar Minuten dauern, manchmal passiert aber auch gar nichts. Wichtig ist eben bloß eins, dass ihr das regelmäßig halt macht. Ne? Und ob ihr das jetzt zum Beispiel noch vor eurem Beruf macht, also dass ihr, wenn ihr sagt, ich gehe jetzt früh in die Arbeit, ich muss immer gucken, wo ich hier hinschauen muss, ob ich hier oben hinschaue oder da. Da muss ich schauen. Also ob ihr das jetzt vormittags macht, bevor ihr ins Büro geht, also früh wahrscheinlich zeitig, oder ob ihr das mal in der Mittagspause macht oder irgendwann, das spielt eigentlich keine Rolle. Ich würde es bloß immer machen, bevor der Markt da öffnet. Ne? Und da wir ja in der Regel amerikanische Aktienmärkte handeln, zwischendurch auf Stopp gedrückt, ich habe also jetzt eine Minute gut, zwischendurch, da wir ja amerikanische Aktienmärkte handeln, solltet ihr also ungefähr so, naja, roundabout bei oder vor 15.30 Uhr das gemacht haben. Ne? Aber wie gesagt, ob ihr das früh um 4 macht, um 5, um 6, um 7 oder ob ihr das mittags um 12 macht, das spielt letztendlich keine Rolle. Wichtig ist eben bloß so eine Marktvorbereitung, so eine Morgenroutine, eine Kontrolle der Kontoauszüge. Das sollte man machen, bevor der Markt eröffnet. So, ich widme mich jetzt hier anderen Sachen und heute Nachmittag, wenn es dann an den Handel geht, dann seid ihr wieder mit dabei. Da bin ich wieder zurück. Es ist wie angekündigt kurz vor 15.30 Uhr. Es ist jetzt 15.19 Uhr. Und jetzt mache ich den ersten Trade. Und zwar werde ich jetzt Calls auf den Euro verkaufen. Gucken wir mal. Ich setze den Trade jetzt mal gemeinsam mit euch auf. Also, Euro, Future Option, Dezember 2017. 1,22er Call, EU. Zack, hier ist er drin. So, jetzt muss ich hier noch den Preis einstellen. So, Orders aufgegeben. Und jetzt habe ich natürlich im Vorfeld
schon ein paar Minuten gebraucht, um den Trade zu finden. Das heißt, ich habe ja am Wochenende, beziehungsweise ich mache das Montag früh, ihr könntet das am Wochenende machen, meine Analyse gemacht. Das heißt, welche Märkte sind jetzt gerade spannend? Und da sah eben für mich der Euro so ein wenig aus, als dass er nach unten wegkippt. Also habe ich ihn bei mir gehabt. Ich habe das nach unserem Commercial Index System gemacht. Habe ich jetzt also den Markt auf meiner Watchlist gehabt und jetzt habe ich so geschaut und jetzt merke ich, okay, im Laufe des Tages, er geht jetzt so langsam nach unten und aus dem Grunde setze ich diesen Trade jetzt also um und ihr habt es gesehen, die Order aufzugeben, das hat jetzt hier keine 30 Sekunden gedauert. Jetzt lasst auch hier mal noch am Anfang euch ein bisschen länger benötigen, weil ich weiß natürlich relativ schnell, wo ich hinschauen muss. Ich habe den jetzt hier hinten auf den Konten schon gemacht, also ich habe schon mal insgesamt heute jetzt knapp 100 Stück dieser Optionen verkauft und deswegen ist die eine jetzt hier relativ schnell rausgesucht, aber ich bin ganz normal hergegangen, habe gesagt, okay, ich möchte also eine Future-Option verkaufen, das heißt, ich suche eine Delta-10-Option heraus, einen Call, Restlaufzeit habe ich jetzt den 8. Heute ist der 17.10., als ich dieses Video hier aufnehme. Ich habe jetzt rausgesucht den 8. Dezember. Warum den 8. Dezember? Wir haben eine relativ geringe Volatilität. Das heißt, ich muss unter Umständen mal, wenn die Vola ansteigt, rollen. Also nehme ich keine zu lange Laufzeit. Und alles in allem, um aber darauf zu kommen, wenn du systematisch vorgehst, brauchst du auch nicht länger als vielleicht, naja, sagen wir mal, fünf Minuten, um diesen Trade zu finden. Und das Eingeben hier in die TWS, das geht eben ziemlich schnell. Jetzt muss ich hier gerade mal schauen, wo er denn jetzt so steht. Okay, also meine ganzen Orders sind hier noch drin, ich bin noch nicht gefüllt und jetzt sitze ich halt so ein bisschen davor, lass es einfach laufen. Wenn der jetzt aber innerhalb der nächsten 5-6 Minuten nicht gefüllt ist, gehe ich einfach einen Tick runter, damit ich die Ausführung bekomme. Dann habe ich schon als nächsten Trade, und das werde ich jetzt hier an dem anderen Konto machen, das kann ich ja schon mal vorbereiten. Gestern Abend kamen die Zahlen von Netflix heraus, die waren sehr, sehr gut, die Aktie ist gut gelaufen. Also was mache ich heute? Ich werde, und das habe ich mir nämlich schon vorgenommen, gestern schon einen Put auf Netflix verkaufen. Ne? Put verkaufen, weil ich erwarte, dass es weiter nach oben geht. Und ja, jetzt gehe ich einfach hier in meinen Option Trader hinein, suche mir Netflix heraus. Heute schön, nämlich vorbörslich 1% runter. Das geht ein bisschen die Vola hoch, das ist gut. Der Trend ist vollkommen intakt, da gibt es nichts zu reden. Und jetzt gucke ich mir halt auch hier eine Option aus. Ja, könnt ihr hier vielleicht erkennen, hier an dem Bildschirm, also hier jetzt 1. Dezember und ihr seht jetzt hier vorbörslich noch keine Kurse und deswegen passiert da noch nichts, aber ich habe mir das jetzt schon mal aufgemacht und werde mir also jetzt dann gleich heraussuchen, welchen Put ich da verkaufe. Mal gucken, was ich kriege, ich werde ein bisschen weiter weggehen können. Ja, mal gucken, was es dann hier so gibt und vielleicht ein 165 oder irgendetwas und den werde ich dann heute verkaufen. Und auch das, wenn ihr systematisch vorgeht, dauert diesen Trade zu finden, geht es relativ schnell, so wie wir es auch in den Webinaren zeigen, im Coaching zeigen. Es ist eine systematische Herangehensweise. Ich muss jetzt nicht tausende von Aktien scannen, sondern ich habe halt geschaut, welche Aktien, wie ist das allgemeine Marktumfeld. Morgenroutine heute früh, habt ihr ja gesehen. Alles roh, alles grün, also die Zeichen stehen auf Bullenmarkt. Ich suche mir die starken Aktien heraus und dann verkaufe ich dann gucke ich, dass die keine Earnings haben, suche mir eine vernünftige Laufzeit raus, wie zum Beispiel hier 45 Tage, warte jetzt darauf, dass in 6 Minuten der Markt aufmacht und dann geht die Order raus und das war es dann auch. Ne? Also dann ist das relativ schnell gemacht und alles in allem, und damit kann ich vielleicht die Frage vom Anfang des Videos beantworten, wie lange brauchst du als jemand, der berufstätig ist, um den Optionshandel, so wie wir ihn machen, umzusetzen. Jetzt ist es heute ein relativ ruhiger Tag und du kommst sicherlich mit einer halben Stunde aus. Maximal. Länger brauchst du nicht. Du brauchst ein bisschen Vorbereitung. Die längste Zeit war die Vorbereitung. Halbe Stunde ungefähr. Jetzt noch diese 2 Trades umgesetzt. Es gibt sehr, sehr viele Tage, an denen wir überhaupt keine Trades machen, wo wir vielleicht nur ein bisschen verwalten. Also wo wir schauen, okay, wie sehen unsere Positionen aus? Und wenn es eben keine neuen Trade-Ideen gibt, wenn es keine neuen Signale gibt, na, dann wird eben auch nichts gemacht. Und dann gibt es natürlich auch mal Tage, wo du ein bisschen mehr machen musst. Aber du brauchst aus meiner persönlichen Erfahrung höchstens eine Stunde am Tag. In den
selbst an den allerschlimmsten Tagen, wo es heiß hergeht, wirst du ja eins machen, du wirst vielleicht ein paar Verlustpositionen mal schließen, dann nichts Neues machen. Und ob du nun jetzt 5 Stunden davor sitzt und dir dieses Chartkino anschaust oder nicht, das spielt ja letztendlich keine Rolle, das ist nicht wichtig. Und deswegen eine Stunde am Tag, am Wochenende nochmal 1-2 Stunden, um das Scannen der Märkte zu machen. Und das war's. Und für eine Rendite, die du hier schaffen kannst, zwischen 15-20% im Jahr, eine Stunde Aufwand am Tag, die aber eben wirklich kontinuierlich jeden Tag, ich glaube, das ist nicht zu viel. So, ich hoffe, euch hat das jetzt ein bisschen Mut gemacht, dass ihr also definitiv auch als Berufstätige den Einstieg in den Optionshandel finden könnt, dass ihr das umsetzen könnt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Anregungen wollt, schreibt mir das in die Kommentare. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg, bleibt dran. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.